Hi, ich bin Lara von Horado und ich wollte gerne einmal mit euch zusammen die Fellbox aufmachen. Ich habe die Fellbox Plus, dementsprechend sind da ein paar andere Sachen drin als in der normalen Fellbox. Und das machen wir jetzt einmal gemeinsam. Also zunächst wurde meine Box mit Liebe gepackt von Kimi. Finde ich super süß. Dann gibt es ein Heftchen, wo alles erklärt ist, was in dieser Fellbox enthalten ist. Ah ja, genau, hier. Wenn man die Fellbox im 12-Monats-Abo nimmt, dann gibt es auch noch ein Kissen extra dazu, ein Hundekissen. So eins habe ich tatsächlich auch da hinten. Okay, dann gucken wir mal. Es geht los mit einem wunderschönen Armband von der Great Manufaktur. Mit einem kleinen silbernen Herzchen. Und man kann sich noch einen Anhänger bestellen und dafür gibt es hier einen Code. Und das ist etwas, was man individuell quasi gestalten kann, mit beispielsweise einer Haarsträhne von seinem Hund oder einem Bild von seinem Hund. Finde ich eine super süße Idee. Dann gibt es ansonsten für die Fellbox-Kunden, ich halte das jetzt immer so ein bisschen zu, weil es halt nur für die Fellbox-Kunden, Vorteilspreise. Ich habe diese Schuhe tatsächlich, also abgesehen von der Fellbox, ich habe sie mir tatsächlich vorher schon geholt. Diese nicht, aber so ähnlich sehen sie aus und ich bin ein absoluter Bark-Fan. Also wirklich, diese Schuhe sind der Oberhammer. Die sind richtig geil. Dann Blepi. Blepi ist eine App. Da kann man in seiner Nähe alles rund um den Hund finden, sei es eine Hundepension, Hundesitter und so weiter. Sehr coole Idee. Ja, dann etwas, das ist der Rosengartenhaustiervorsorge. Da kann man schon einmal ja, das Ableben tatsächlich vorbereiten und das in einem sehr, sehr schönen Stil. Also dann etwas, was ich super cool finde, das muss ich noch machen. Tractive ist dabei. Es gibt einen gratis GPS-Tractive-Tracker und den kann man sich bestellen über diesen Gutschein, der eben in der Fellbox dabei liegt. Das war jetzt natürlich die letzte Fellbox. In der nächsten sind andere Sachen, aber dass ihr mal so einen Blick habt, was so vergleichbar ist. Dann, wir waren auch vertreten. Hier gibt es beispielsweise auch einen Gutschein von Hurado. Delfina, kannst du mal nicht die Box anknabbern? Danke. Und zwei Sorten Lieblingsfutter, Trockenfutter zum Testen von Hurado. Die Sorten sind unterschiedlich. Ich habe in meinem Fall Hering und Kartoffel und Pferd Süßkartoffel. Hallo. Außerdem unsere Hurado-Futterbibel. Da steht alles drin zum Thema Hundeernährung und was Hurado ausmacht und so weiter und so fort. Giftige Lebensmittel für den Hund und was man sonst noch so alles wissen sollte. So, wenn wir jetzt bei Hurado sind, bleiben wir einmal dabei. Außerdem gab es von uns zwei Dosen Nassfutter noch dabei. In meinem Fall Pferd und Wild. So, und jetzt geht es an die anderen Firmen, die beigelegt haben, hinzugefügt haben. Von Lionto gibt es eine Fellbürste. Die werde ich meiner Mutter vermachen, weil die brauche ich bei dir nicht. Die ist super cool. Da kann man hier direkt, wenn man dann loslässt, das Fell muss man dann da nicht so rauspulen. Das ist sehr praktisch. Ist kein Spielzeug. Nein, nein. Geh mal da weg. So. So, dann etwas neben dem Armband fürs Frauchen oder Herrchen. Von Fellbox selbst gibt es eine Sammeltasse. Da liegt hier auch so ein toller Zettel drin. Hallo, ich bin eine deiner Fellbox-Sammeltassen. Und dann steht hier, das ist die Tasse Nummer 1 und auf der Rückseite steht alles, was ich brauche, Kaffee und Hund. Ich finde die total cool und die werde ich gleich erstmal einweihen. Dann gibt es jede Menge Leckerchen von Mera. Und zwar einmal Truthahn und Kartoffel und einmal Lachs und Reis in meinem Fall. Das sind alles nur mit dem einen Protein, Single-Protein-Mischungen.
Heißt, wie bei Hurado auch, das ist immer gut für Allergiker, da weiß man, da ist nur das eine drin und wenn es eine Allergie gibt, läuft man nicht Gefahr, dass das gegebenenfalls auch mit drin ist. So, und dann in meiner Fellbox Plus gibt es noch ein bisschen was extra. Das hier war auch in der normalen Fellbox drin von Trixi, ein Strategiespiel, Level 1. Das werde ich gleich mit Delfina mal ausprobieren, Slide and Feed. Da kann man so Leckerchen reinstecken und dann muss der Hund ganz schlau da irgendwelche Rätsel lösen, um da dran zu kommen. Und was in der Fellbox Plus noch mit drin ist, ist auch von Trixi, Dog Activity Strategiespiel, ein Schnüffelteppich. Ich habe mal einen selber gemacht, das war eine unfassbar anstrengende Arbeit. Und das war aber nicht so ein cooler wie der hier, wo man hier irgendwelche Klappen hat und Fensterchen hat, wo man was reinstecken kann. Voll gut. Also ich bin total begeistert. Das war alles in meiner Fellbox Plus drin. Und ja, ich werde mir das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder eine bestellen. Dementsprechend, wenn ihr wollt, einfach auf fellbox.de gehen und sich selbst seine bestellen und den Hund überraschen.